Ein bedeutsamer Teil der Lehre des Buddha bezieht sich auf die Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt auf Pali Sati, S-A-T-I. Und es war irgendeine Frage, was heißt Satipatthana? Grundlagen der Achtsamkeit. Patthana sind die Grundlagen. Sati, Achtsamkeit. Die Grundlagen der Achtsamkeit. Die Grundlagen der Achtsamkeit, die ich jetzt erklären möchte und vor allen Dingen darauf hinweisen möchte, wie wichtig es ist, sie außerhalb der Meditation zu praktizieren. In der Meditation kommen wir nicht umhin. Die Atembetrachtung heißt Anapanasati, Achtsamkeit auf Ein- und Ausatmen. Wenn wir also wirklich es machen, so sind wir mit Achtsamkeit beschäftigt. Buddha hat über Achtsamkeit sehr viel ausgesagt. Er hat vor allen Dingen ausgesagt, es ist der eine Weg zur Läuterung von Wesen, zum Überkommen von Leid, Kummer, Trübsal, zu dem endgültigen Ausmerzen von jeglichem Dukkha, um den Pfad zu beschreiten, um Nibbana zu erreichen. Der eine Weg bedeutet nun nicht, dass das eine dogmatische und vollkommen begrenzte Praxis ist, sondern es bedeutet, dass, wenn wir überhaupt irgendetwas Spirituelles in unserem Leben erwecken wollen, geht es nicht ohne Achtsamkeit. Das ist ganz egal, wie wir dieses spirituelle Leben, was wir da in uns erwecken wollen, benennen wollen. Wenn wir nicht aufpassen, passiert überhaupt nichts. Dieser eine Weg der Achtsamkeit ist insofern auch interessant, weil wir alle eine gewisse Achtsamkeit tagtäglich üben müssen. Aber diese gewisse Achtsamkeit im täglichen Leben ist weltlich. Und die Achtsamkeit, von der der Buddha spricht, ist eine spirituelle Praxis. Und der Unterschied ist so. Auf der weltlichen Ebene, wo wir Achtsamkeit üben müssen, versuchen wir zum Beispiel mit unseren Automobilen keinen Unfall zu bauen. Da muss man schon irgendwie ein bisschen aufpassen. Wenn wir zum Beispiel Kartoffeln schälen, versuchen wir nicht, uns in die Finger zu schneiden. Auch aufpassen. Sollten wir telefonieren, versuchen wir, die richtige Nummer zu wählen. Wenn wir einen Brief schreiben, versuchen wir, die richtige Orthographie zu benutzen. Alles Sachen, wo man aufpassen muss. Es gibt gewisse Berufe oder auch künstlerische Tätigkeiten, wo die Achtsamkeit noch einen Schritt weiter geht. Und das erlebt man sehr häufig bei Malern, die sich vollkommen hinein vertiefen in ihr Gemälde und dadurch ein Gefühl der Einheit mit dem Gemälde bekommen. Und diesen Art Menschen fällt sehr häufig die Meditation leichter. Es ist kein großes Problem. Es ist auch manchmal zu erleben bei Computerprogrammen. Die pur Computer programmieren, müssen sich derartig konzentrieren, auf was sie da machen, dass sie dann sich auch auf dem spirituellen Pfad konzentrieren können. Das heißt aber nun nicht, dass jeder ein Maler oder ein Computerprogrammierer werden sollte. Das sind nur Beispiele.
Die gewöhnliche tägliche Achtsamkeit ist zum Überleben gedacht. So wie das eben mit dem Autofahren, Telefonieren, Briefe schreiben und so weiter nötig ist. Seinen Job auszuüben, muss man aufpassen. Wenn man überhaupt nicht aufpasst, dann wird man wahrscheinlich den Job verlieren, weil es schief geht. Man muss auch aufpassen, wenn man zum Beispiel Essen kocht. Denn wenn man überhaupt nicht aufpasst, dann tut man entweder zu viel Salz ran oder es wird nicht weich oder irgendetwas. Wir sind also mit Aufpassen beschäftigt, aber nur so weit, wie es uns unser Leben ermöglicht. Und da möchte ich noch einmal darauf aufmerksam machen, dass Überleben kein Lebensziel ist. Denn das schafft keiner. Es hat keinen Sinn, sich nur damit zu beschäftigen, was sowieso nicht funktioniert. Überleben ist kein Ziel. Aber in diesem täglichen Leben etwas zu verstärken und auf eine andere Ebene zu bringen, hilft uns dann, eines Tages die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Nun habe ich das gestern erklärt und denke, das ist auch genügend gewesen. Die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, bedeutet, dass wir unsere eigenen Meinungen, unsere Konzepte, unsere Konstruktionen und Ideen mal nicht für das erstklassigste und oberste Gebot halten, sondern es einfach erkennen, dass das geistige Konstruktionen sind, die leider auf Hass und Gier aufgebaut sind. Hass und Gier, wie ich bereits erklärt habe, sind Rubriken. Es muss nicht eine Passion dahinter stecken, obwohl das natürlich auch öfter passiert. Hass ist die Ablehnung dessen, was mir nicht attraktiv erscheint. Und Gier ist das Anziehen wollen dessen, was ich als attraktiv erkenne, was mir irgendwelche Vorteile bieten soll. Daher, Achtsamkeit muss etwas sein, was ohne diese Konstruktionen im Geist geschieht. Es ist weder attraktiv oder unattraktiv. Es ist weder etwas, was ich haben möchte oder nicht haben möchte. Es ist. Achtsamkeit bedeutet also ganz nacktes Aufpassen. Ohne zu meditieren ist es sehr schwer, ich würde sagen, beinahe unmöglich, das zu erlernen. Mit der Meditation, wenn die dann einmal schon besser funktioniert, ist es unmöglich, es nicht zu erlernen. Denn in der Meditation, um sie überhaupt irgendwie auszuführen, müssen wir in diesem einen Moment sein. Und es hat überhaupt keinen Sinn, eine Konstruktion über den Atemzug im Geist zu fabrizieren. Der Atemzug ist, und ich kann, wenn möglich, mich darauf konzentrieren. Das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ohne jegliche Erklärungen und jegliche Geschichten, die der Geist sich im Allgemeinen ausdenkt. Hat er nun einen Atemzug betrachtet und vielleicht noch einen zweiten, dann fängt er natürlich an, Geschichten zu erzählen. Die Geschichte kann heißen, das war gut, ich konnte schon zweimal auf dem Atem bleiben. Was natürlich wieder eine geistige Konstruktion ist. Es kann sich effektiv um die Dinge handeln, von denen wir hier sprechen, aber es sind alles geistige Konstruktionen, es ist alles nicht Achtsamkeit. Durch fehlende Achtsamkeit geschehen
die Dutzende von missverstandenen Anweisungen und Überlieferungen. Einfach nicht aufgepasst, sondern die eigene Konstruktion mit hineingebracht. Sehr häufig sieht das dann so aus, dass irgendjemand behauptet, er hätte dies oder jenes gehört, was nie gesagt wurde. Er hat's gehört, aber aus seinem eigenen Geist. Er hat's nicht gehört durch das, was wirklich gesagt wurde. Und das passiert uns im täglichen Leben, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir hören etwas, was überhaupt nicht gesagt wird. Und dann sind wir sehr häufig böse, weil wir uns etwas im Geist ausgedacht haben, was unser eigener Geist konstruiert hat, was wir glauben, gehört zu haben, was überhaupt niemand gesagt hat. Passiert sehr viel. Und das einmal überhaupt jemanden davon zu überzeugen, kann man nur, wenn man eine Kassette laufen lässt. Das glaubt einem keiner, dass man sich das selber ausgedacht hat. Manche sind überzeugt davon, dass es gesagt wurde, aber der Geist hat es gemacht. Und das ist der nicht trainierte Geist, der die Achtsamkeit nicht kennt. Im Prinzip kennt die Menschheit nur Achtsamkeit zum Überleben, wie ich sie bereits beschrieben habe und wovon es natürlich noch viel mehr Beispiele gibt. Aber was wir hier brauchen, um einmal durchzublicken, ist etwas anderes. Zum Beispiel bei der Gehmeditation ist Achtsamkeit auf die Bewegung. Sobald der Geist dann etwas darüber aussagt, ist die Achtsamkeit nicht mehr da. Es ist effektiv der eine Moment. Es ist ein Moment ohne Urteil. Ohne Beurteilen, ohne Verurteilen. Es ist effektiv den Moment erkennen. Weisheit bedeutet erkanntes Erleben. Aber nicht konstruiertes Erleben. Und den Unterschied kennenzulernen ist gar nicht so einfach. Denn fast jeder wird von sich behaupten, dass er sein Erleben erkennt. Aber was er in Wirklichkeit erkennt, sind seine Reaktionen auf das Erleben. Und weiter gar nichts. Die Reaktionen auf das Erleben, die ihn dann zu dem, was sinnlich befriedigend ist, anzieht und was unbefriedigend ist, ihn davon abstößt. Das ist das, was wir erleben. Aber erkanntes Erleben ist ohne das. Muss man lernen. Ist nicht so einfach. Daher muss man das außerhalb der Meditation zu jeder möglichen Minute praktizieren. Hier im Kurs kann man sehr viel Zeit damit auch verbringen, weil wir ja viele Minuten und Stunden auch haben, wo wir nicht meditieren, wo Ruhepause ist, wo gegessen wird, wo wir von einem Platz zum anderen gehen müssen, von der Turnhalle zum Beispiel zum Speisesaal, vom Speisesaal zum Zimmer, vom Zimmer auf die Toilette und so weiter. Wo ist der Geist während all dieser Bewegungen? Die erste Grundlage der Achtsamkeit ist der Körper. Es bedeutet nun nicht, dass da die anderen Grundlagen nicht so wichtig sind, aber es bedeutet dennoch, dass es uns Zugang verschafft zu Achtsamkeit. Und die Atembetrachtung und die Gehmeditation, denn beides auf die Achtsamkeit des Körpers ausgerichtet. Wir praktizieren es also in der Meditation, aber wir müssen es weiterführen außerhalb. Wenn wir das nicht tun, kommt der Geist
unvorbereitet zum Kissen. Unvorbereitet bedeutet, dass er sich erst, wenn man sich hinsetzt, anfangen muss, vorzubereiten. Damit kann er dann so lange zu tun haben, dass die Dreiviertelstunde vorbei ist. Hat also mit Vorbereitung zu tun. Diese Vorbereitung sollte außerhalb der Meditation geschehen. Im täglichen Leben ist die Achtsamkeit das größte Hilfsmittel. Aber erst einmal, wie wir das hier im Kurs benutzen. Jede Bewegung, die wir machen, ist ein Objekt unserer Achtsamkeit. Wenn wir uns umsetzen, wenn wir uns hinsetzen, aufstehen, zur Tür gehen, die Klinke runterdrücken, die Tür öffnen, die Tür schließen, die Schuhe an- oder ausziehen, die Schritte zur Treppe, die Treppe herunter, die Treppe herauf, im Speisesaal angekommen, den Stuhl abrücken, sich auf den Stuhl setzen, dann einmal in Ruhe warten, bis der Essensspruch gesagt ist, dann den Löffel in die Schüssel eintauchen, sich das Essen auf den Teller tun und dann mit Löffel oder Gabel dem Mund zuführen. Kauen, schmecken, schlucken. Bei all diesen Verrichtungen sind sehr wenig Urteile nötig. Das massivste Urteil wird beim Schmecken kommen. Gut oder schlecht oder mittelmäßig. Oder wie macht man das? Die anderen Verrichtungen sind so neutral, dass die Achtsamkeit als eine neutrale Geistesformation, objektive Geistesformation, einem ganz verdeutlicht wird. Da ist nichts weiter gern zu haben oder abzulehnen beim Schuhe an- oder ausziehen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ach, sowas Unnötiges, wozu denn das alles? Kann man auch sagen, aber im Allgemeinen gewöhnt man sich sehr schnell daran, Schuhe an- und auszuziehen und der Geist sagt gar nichts. Daher, bei der Verrichtung, bei der Bewegung sein. Genauso ist es mit den Treppen hinauf und hinuntergehen, mit dem sich hinsetzen. Darüber sind wenige Urteile zu fällen. Daher ist die Körperachtsamkeit der Zugang zu Achtsamkeit. Wenn unser Körper nicht mitmacht, dann allerdings kommt die Reaktion. Es tut weh, es ist unangenehm, kann es nicht leiden, ich will weg davon. Aber solange er diese einfachen Dinge macht und verrichtet, das ist, wo der Geist sich vollkommen konzentrieren soll. Das ist nun nicht nur eine Vorbereitung für die Meditation. Es hat noch zwei andere ganz wichtige Aspekte. Der erste ist Läuterung. Wenn ich aufpasse, dass ich mir meine Schuhe anziehe, kann ich unmöglich zu der gleichen Zeit ärgerlich sein. Wenn ich aufpasse, dass ich den Stuhl wegziehe vom Tisch und da aufpasse, dass ich mich darauf setze, kann ich unmöglich zu der Zeit begehrlich sein. Diese beiden Schwierigkeiten, haben wollen und loswerden wollen, sind in dem Moment nicht vorhanden. Das heißt also, der Läuterungsprozess, der durch dieses klare Erkennen des momentanen Geschehens vonstatten geht, ist ein weiteres Hilfsmittel auf dem Weg der spirituellen Entwicklung. Die spirituelle Entwicklung ist ein Läuterungsprozess. Dieser Läuterungsprozess zeigt sich dann in einem in mehr Liebesfähigkeit, mehr Dankbarkeitsfähigkeit, einen weicheren, flexibleren, sich hingebenden Geist, weniger Begierden, weniger Hass. Das kommt allmählich. Irgendwo muss man was tun dazu.
Leider kommt es nicht von alleine, so nett sich's auch anhört, wenn man das so bekommen könnte, wäre wunderbar. Aber das funktioniert nicht. Man muss was dazu tun. Achtsamkeit steht an erster Stelle, außerhalb der Meditation, aber natürlich auch in der Meditation. Denn wenn wir nicht momentan dabei sind, was da geschieht, können wir ja nicht meditieren. Und das Konstruieren der Geistesformation, der Gedanken, ist ja das, was wir alle kennen als Schwierigkeit beim Meditieren. Wir haben also als erstes einmal diesen Läuterungsprozess, der ganz wichtig ist. Denn dieser Läuterungsprozess geschieht durch die Konzentration in der Meditation und durch die Achtsamkeit im täglichen Leben. Die Konzentration und die Achtsamkeit sind nicht das Gleiche. Die Achtsamkeit ist ein Mittel und eine Grundlage für Konzentration. Ohne Achtsamkeit kann man sich nicht konzentrieren. Aber sie sind nicht das Gleiche, denn sie haben verschiedene Funktionen. Die Konzentration ist im Allgemeinen dafür gedacht, dass der Geist endlich einmal zur Ruhe kommt. Die Achtsamkeit ist dazu gedacht, dass der Geist aufhört zu urteilen und einmal wirklich im Moment ist. Wir lernen also durch die Achtsamkeit, im Hier und Jetzt zu sein. Und wir lernen, dass wenn wir achtsam sind, wir überhaupt keine Probleme haben. Wir können nur ein Problem haben, wenn der Geist es konstruiert. Es wäre sehr hilfreich für jeden, wenn er irgendein Problem wälzt, dass er mal zuschaut, wie der Geist sich das selber konstruiert. Und dann vielleicht, man fähig ist dazu, ist nicht gesagt, dass man es kann, diese Konstruktion fallen lässt. Und da ist das Problem weg. Natürlich kann man sich dann gleich wiederholen, denn man hat sich ja schon daran gewöhnt, das zu haben. Also will man sich ja wiederholen. Aber erstmal einmal probieren, wie das ist, wenn man diese Geisteskonstruktion überhaupt loslässt. Da gibt es kein Problem. Das ist unmöglich. Was wir außerdem noch durch diese Achtsamkeit erlernen und womit wir einen neuen Zugang zu uns selbst bekommen, ist auch die Einsicht, die dadurch hochkommt. Da kommt vor allen Dingen einmal hoch bei der Körperachtsamkeit, dass der Geist derjenige ist, der uns anleitet. Der Geist sagt, aufstehen, zur Tür gehen, Schuhe anziehen, Treppe runter, essen gehen, mehr nehmen, weniger nehmen und so weiter. Der Körper gehorcht im Allgemeinen. Wenn er noch ziemlich gesund ist, kann er gehorchen. Wenn er das nicht kann, muss der Geist sich danach richten, was der Körper kann. Die Kunst des Möglichen. Das ist der erste Einsichtsschritt. Ich habe ihn gestern kurz erwähnt. Die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Ohne das nimmt die Meditationspraxis keinen Fortschritt. Denn das Ziel der Meditationspraxis ist Einsicht, Vipassana, Hellblick, Klarblick, wörtlich übersetzt, wie ist Sehen, Durchblicken, Einsicht, wie immer. Das ist das Ziel. Daher, wenn wir nicht irgendwo mal anfangen mit etwas anders zu sehen, als wir es bis jetzt gesehen haben, dann ist die Meditation nicht so effektiv, wie sie sein könnte, denn sie ändert unser tägliches Leben nicht, weil wir unseren Zugang zu uns selbst nicht geändert haben. Der erste Schritt der Einsicht ist, Körper und Geist sind zwei, der Körper ist der Bedienstete, der Geist ist der Chef. Im Allgemeinen sind wir fast die ganze Zeit damit beschäftigt, außer gerade in so einem Meditationskurs, dem Bediensteten
das Leben zu erleichtern. Und der Chef soll sehen, wo er bleibt. Dass das nicht funktionieren kann, ist wohl klar. Und daher sieht die Welt so aus, wie sie aussieht. In einem Meditationskurs sieht das etwas anders aus. Da kümmern wir uns effektiv um den Geist. Das sollten wir nie mehr vergessen. Wir sollten nie mehr in den Fehler verfallen, dass zwar der Körper wichtig ist und alle Annehmlichkeiten bekommt. Und er ist wichtig, das ist klar. Er ist nicht unwichtig. Aber wir sollten nie mehr in den Fehler verfallen, den Geist für selbstverständlich anzunehmen. Der muss genauso behandelt werden. Zumindestens genauso gut wie der Körper. Und wir müssen eines Tages einmal merken, dass die gute Behandlung, die wir vielleicht unserem Geist zukommen lassen können, das Wichtigste ist, was wir tun können. Denn er hat effektiv unser Leben im Griff. Der Körper macht mit, so gut er kann. Keiner von diesen Körpern, die hier alle sitzen, wären hier, wenn der Geist nicht gesagt hätte, ich muss doch mal einen Meditationskurs probieren. Ich muss doch mal dahin fahren. Und dann haben sich die Körper auf den Weg gemacht. Das müssen wir erleben. Und das ist ganz einfach zu erleben, bei jedem Schritt. Wenn wir einen Schritt tun, hat der Geist gesagt, geh. Wenn wir stehen bleiben, sagt der Geist, bleib stehen. Und wenn wir bei der Gehmeditation zum Beispiel, nur als Beispiel, unsere Bewegungen so verlangsamen, dass wir wirklich auf sie aufpassen können, dann können wir das auch ganz einfach erleben. Im täglichen Leben, außerhalb eines Kurses, gehen die Dinge oft sehr schnell vonstatten. Und wir haben einfach nicht die Möglichkeit, da zu erkennen, was da abläuft, weil wir nicht gewöhnt dran sind und weil es zu schnell geht. Daher, sich hier einmal damit wirklich bekannt machen. Was macht der Geist? Wir haben also durch diese Achtsamkeit auf den Körper einen ganz einfachen Zugang zu der ersten Einsichtsstufe. Du musst erst einmal anfangen. Diese erste Einsichtsstufe bedeutet natürlich nicht, dass Körper und Geist nicht voneinander abhängig sind. Leider reagiert der unerleuchtete Geist auf alles, was dem Körper passiert und hat daher recht viel zu tun. Aber je mehr man das mit Gleichmut lernen kann, desto weniger von diesen Reaktionen können einen dann bedrücken. Also da ist ein Abhängigkeitsverhältnis, das ist klar. Aber dennoch bleibt der Geist der Chef. Und der muss richtig beachtet werden. So dass wir das auch dadurch lernen. Wir lernen noch etwas, und das ist als zweite Einsichtsstufe, wird das bezeichnet. Und zwar, das ständige Entstehen und Vergehen von allem, was existiert. Nun habe ich diese Worte schon benutzt. Und sie gehören natürlich zu, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und nicht irgendwo Konzepte zu konstruieren, dass irgendetwas bleiben wird oder sein kann oder für uns eine Grundlage bildet. Und zwar, der Zugang dazu ist, dass jede Bewegung, die wir machen, vom Geist angeleitet, vom Körper getan, entsteht und vergeht. Sollte sie nicht vergehen, dann müssen wir allerdings zur Salzsäule erstarren. Sie muss vergehen. Beobachten, sich selbst beobachten. Nichts konstruieren, nichts beurteilen, sondern nur mal beobachten, wie es ist. Wenn man es nicht merkt, nochmal beobachten. Wenn man es wieder nicht merkt, die sich bei der Achtsamkeit aufhalten, auf das, was gerade ist. Das sind die ersten beiden Einsichtsstufen. Körper und Geist sind zwei. Alles, was entsteht, vergeht. Alles. Seine Zeitfrage. Hier, bei dieser Achtsamkeitsübung, das ist eine Übung, ist die Zeitfrage von überhaupt keiner Bedeutung, weil alle Bewegungen, die wir machen,
sofort wieder vergehen. Wir können auch dieses Entstehen und Vergehen natürlich in unserem eigenen Körper merken. Braucht man mehr Achtsamkeit. Wir können merken, wie das Herz klopft. Wir können merken, wie der Atem entsteht und vergeht. Wir können merken, wie das Blut rinnt. Wir können alle diese Dinge auch mit sogar unserer Zellenbewegung merken. Das wäre ein ganz starkes Konzentrieren auf die Vergänglichkeit, die in dem Körper immer zu finden ist. Aber es ist einfacher, bei den Bewegungen das festzustellen. Wenn man dagegen eine Abwehr hat, dieses Entstehen und Vergehen von allem, was wir tun, es sind bei den Bewegungen, festzustellen, dann sollte man diese Abwehr untersuchen. Wieso will ich denn das eigentlich nicht wissen? Was geht denn da in meinem Geist vor? Wieso wehre ich mich denn dagegen? Stimmt es denn nicht? Das ist eine sehr interessante Untersuchung. Und das ist es, was man tun sollte. Nachhaken. Lernt man sich selber besser kennen. Die meisten Menschen haben keine Abwehr. Aber es gibt welche, die haben ganz starke Abwehr. Die wollen es einfach nicht wissen. Untersuchen. Wieso? Der Geist mag sagen, ach, das ist doch ganz unwichtig. Oder er mag sagen, naja, aber es kommt doch immer wieder. Und glaubt es dann. Das sind Konstruktionen und keine Achtsamkeit. Das sind unsere eigenen Konstruktionen. Ist es wirklich unwichtig? Wieso hat denn dann der Buddha gesagt, dass Achtsamkeit der eine Weg ist, wenn es unwichtig ist? Hat er nicht gewusst, wovon er redet? Oder aber, dass es immer wieder kommt. Wieso hat der Buddha dann gesagt, dass die Vergänglichkeit von der Kontinuierlichkeit verdeckt ist? Vielleicht gibt uns das einen Zugang. Irgendwie muss man sich daran schleichen an das alles. Man kann es nicht gleich in großen Happen verschlucken. Man schleicht sich so ran und nimmt ein bisschen auf und dann wieder ein bisschen. Und allmählich ist es dann selbstverständlich. Diese Körperachtsamkeit ist von der äußersten Wichtigkeit für die Vorbereitung zur Meditation. Nun ist die Körperachtsamkeit auch eine große Hilfe im täglichen Leben, weil wir dadurch es leichter haben in unseren ganzen Verrichtungen. Aber das ist nur auf der weltlichen Ebene. Auf dem spirituellen Pfad bedeutet es außerdem, außer Läuterung, außer den ersten zwei Einsichtsstufen, auch noch, dass wir endlich einmal im Jetzt sind. Und dass der Geist nicht zu etikettieren braucht, das ist Zukunft oder Vergangenheit. Und das ist natürlich nicht nur eine Riesenerleichterung, sondern es ist ein total neues Gefühl. Es ist beschwingt. Ich kann es sehr empfehlen. Der Buddha hat es sehr empfohlen, im Jetzt zu sein. Alles, was mal war, ist vorbei. Alles, was mal sein wird, existiert nicht. Wo sonst kann man sein? Alles aus der Vergangenheit und der Zukunft sind geistige Konstruktionen. Das sind, als ob wir uns Häuser bauen, die aber aus Pappe sind, die sofort umkippen im Wind. Diese geistigen Konstruktionen der Zukunft und der Vergangenheit haben keine Wirklichkeit. Sie sind auf Erinnerung und auf Pläne aufgebaut. Und da wird dann sehr häufig gesagt, in diesem Zusammenhang, darf man denn keine Pläne machen? Das Pläne machen ist im Jetzt. Das ist eine geistige Arbeit, die wir jetzt machen. Wenn wir aber festhalten daran und immer wieder uns an diesem Plan und dessen Verwirklichung festhalten und anhaften, ist unmöglich für uns, im Jetzt zu leben. Und dann wird es uns auch unmöglich sein, den Plan zu verwirklichen. Denn Verwirklichung kann nur im Jetzt sein. Daher sagen wir auch,
der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Wir haben uns was Gutes vorgenommen, aber haben es nicht gemacht. Im Jetzt zu sein ist so eine Erleichterung, dass der Geist sich, nachdem er das einige Male gemacht hat, eine Sekunde genügt noch nicht, aber wenn er es etwas länger kann, dass der Geist sich beschwingt und unbeschwert fühlt. Dieser Moment kann uns nicht beschweren. Wir können in diesem einen Moment Körperschmerzen haben. Sollten wir aber in der Lage sein, ohne die geistige Reaktion mit den Körperschmerzen auszukommen, dann ist das auch keine Belastung. Das ist aber nur ein Extrem. Im Allgemeinen haben wir das ja nicht. Im Allgemeinen gehen wir, sitzen wir, liegen wir, stehen wir, essen, trinken, anziehen, ausziehen. Zum Beispiel frühmorgens aufwachen. Da gibt es viele Menschen, denen das ein unangenehmer Moment ist, wo das Herz ihnen sozusagen in die Tiefe sinkt. Ach, schon wieder. Oder, das kann doch noch gar nicht 6 Uhr sein. Ganz anders kann man das anpacken. Man kann zum Beispiel achtsam darauf sein, dass man die Augen öffnet. Das ist eine Körperbewegung. Man kann achtsam darauf sein, dass man die Beine aus dem Bett heraus schwingt, aufsteht, vielleicht Hausschuh anzieht, ins Badezimmer geht. Das ist Bewegung. Da hat der Geist überhaupt keine Möglichkeit, irgendetwas zu konstruieren, was sich darum handelt, dass der folgende Tag eventuell Schwierigkeiten bringen könnte. Was sowieso in der Zukunft ist. Das kann man gerade hier im Meditationskurs sehr gut ausprobieren. Mal merken, wie man die Augen aufschlägt. Es gibt sehr wenig Menschen auf der Welt, die ohne diese Achtsamkeitübung das überhaupt je in Betracht ziehen. Geschweige machen. Morgen früh oder heute Nachmittag, wann immer man sich wieder hinlegt zum Schlafen, beim Aufwachen einmal sehen, ob man das merken kann, dass man die Augen öffnet. Es ist nicht schwer zu merken, nur man muss sich daran erinnern. Und immer wieder, wenn wir statt in diesem Moment zu sein, etwas konstruieren, über das, was sein könnte, sein wird, was aus vergangenen Erfahrungen wahrscheinlich auch passieren kann, können wir es ablegen mit dem Verständnis dafür, dass das total unnötig ist. Wir brauchen unseren Geist nicht so zu überarbeiten, dass er sich nun gleich früh morgens mit den Dingen beschäftigt, die 3 oder 4 Stunden später passieren werden. Wieso können wir nicht 3 oder 4 Stunden warten, bis sie passieren? Und wenn sie dann passiert und wir dann wirklich die Achtsamkeit auf das Geschehen haben, dann sind wir ja viel besser gewappnet, als wenn wir uns schon vorher den Geist nicht nur überarbeitet haben mit seinen Ideen, die er da hat, sondern ihn eventuell sogar schon unglücklich gemacht haben mit den Ideen, was da alles passieren könnte. Die Körperachtsamkeit auf der spirituellen Ebene, noch einmal zu wiederholen, bringt mit sich, wie jede Achtsamkeit, den Läuterungsprozess. Weil wenn wir achtsam sind, können wir nicht irgendeine von den 5 Hindernissen in uns hochkommen lassen. Es bringt mit sich gerade bei der Körperachtsamkeit, dass wir verstehen, dass der Geist uns anleitet und der Körper folgt. Es bringt mit sich, dass wir jede Bewegung, die entsteht, auch im Vergehen kennenlernen. Also auch das ist sehr erleichternd, dieses Vergehen, weil danach kommt gleich, dass man, wenn man wirklich konzentriert ist, dass man gerade das Vergehen merkt. Das heißt also, dass das Anhaften an sich selbst etwas unterminiert wird. Je stärker wir an uns selbst anhaften, desto mehr Probleme haben wir.
Wenn wir wirkliche Probleme haben, dann liegt das daran, dass wir eine ganz starke Anhaftung an uns selbst haben. Daher ist noch ein Einsichtspunkt, der hier geschieht, folgendes, dass wir merken, dass dieser Vorgang des Geistes, der anleitet, des Körpers, der folgt, total unpersönlich ist. Der Geist sagt dabei nicht, ich. Und der Körper sagt genauso wenig ich, der kann sowieso nichts sagen. Der muss nur mitmachen. Das ist eine Idee, eine Konstruktion. Je mehr wir uns der Achtsamkeit nähern, desto leichter ist es, sich auch diesem Erkennen zu nähern, dass da eine Geisteskonstruktion geschieht, weil wir glauben, dass wir die Eigentümer sind. Und wenn wir wirklich aufpassen, was da geschieht, dass da Bewegung ist, dass da das Windelement mitspielt, weil diese Bewegung eben den Wind sozusagen auch hervorbringt und verdrängt. Weil wir merken, dass diese Bewegung ganz vergänglich ist. Da merken wir auch nach einiger Zeit, nicht gleich, aber nach einiger Zeit, dass diese Ich-Idee, dass mir das alles gehört, gar nicht ganz stimmen kann. Denn es funktioniert genauso gut ohne die Idee. Und das könnte man mal probieren. Man könnte mal probieren, auf das Gehen oder Sitzen oder Essen oder was immer es sei, achtsam zu sein und die Idee, dass mir das alles gehört, was da passiert, ganz kurzfristig fallen zu lassen und sehen, ob es weiterläuft. Natürlich läuft es weiter. Die Idee braucht man nicht. Dass wir diese Idee kurzfristig fallen lassen, bedeutet noch leider noch lange nicht, dass wir auch das Gefühl davon fallen lassen. Dazu gehört schon mehr. Aber wenigstens kriegen wir vielleicht ein intellektuelles Verständnis dafür, was sich da eigentlich bei uns immer zu abspielt. Das gehört alles mir und ohne diese Idee geht's genauso gut. Und dann wird man vielleicht sogar noch merken, dass es ohne die Idee viel besser geht. Aber das ist ein weiterer Schritt. Wir haben also durch die Achtsamkeit den Läuterungsprozess und die Einsichtsmöglichkeiten. Wir haben die Vorbereitung für die Meditation. Wir haben ein viel deutlicheres Kennenlernen von uns selbst. Und dieses Kennenlernen hat überhaupt nichts mehr mit irgendwelchem Tadel zu tun, weil es ja ohne Urteil und Beurteilung ist. Es ist ja einfach nur. Es ist einfach erkennen. Die zweite Grundlage der Achtsamkeit sind die Gefühle. Und da haben wir zwei Ebenen für Gefühle. Die erste Ebene ist die sofortige Reaktion oder sofortige Folge, ist besser gesagt, auf unsere Sinneskontakte. Der Geist besteht aus vier Dingen, heißen auf Pali die Khandas. Auf Deutsch wird das übersetzt mit Anhäufungsgruppen. Ein etwas mühsames Wort, Anhäufungsgruppen. Besteht aus vier Teilen. Der fünfte Teil von diesen Khandas ist der Körper. Also der Geist besteht aus vier. Und die laufen in dieser Reihenfolge ab. Und ich habe es bereits erwähnt, aber ich möchte es in diesem Zusammenhang noch einmal erwähnen. Ich habe es im Zusammenhang mit Schmerzen beim Sitzen erwähnt. Es läuft so ab. Sinneskontakt. Sehen, hören, riechen, schmecken. Antasten und denken. Sinneskontakt. Automatisch folgt, ohne jegliches Zutun unsererseits, ein Gefühl. Das ist ganz automatisch, auch beim Erleuchteten. Das Gefühl kann
angenehm, unangenehm oder neutral sein. Beim Sitzstellung mit Berührungskontakt ist es häufig unangenehm. Es gibt andere Kontakte, wo wir etwas Schönes sehen, ist das Gefühl angenehm. Das nächste, was dann geschieht, ist, dass wir es benennen. Beim Sitzen sagen wir Schmerz, beim etwas Schönes sehen sagen wir vielleicht schön oder Rose, was immer der Geist gerade benennen will. Und dann kommt unsere Reaktion. Bei dem Unangenehmen reagieren wir automatisch, dass wir es loswerden wollen. Bei dem Angenehmen reagieren wir automatisch, dass wir es behalten wollen. Und sollte uns das nicht möglich sein, wir wollen es wieder haben. Recht schnell, recht oft und vielleicht doch noch etwas besser. Das ist ein Achtsamkeitsprozess, den wir bei der Achtsamkeit, der zweiten Grundlage der Achtsamkeit auf Gefühle, einmal feststellen müssen, um dieses spirituelle Wachstum überhaupt anzukurbeln. Es bedeutet nicht, dass wir nun sofort da etwas ändern können. Allmählich kann man ändern, aber nicht sofort. Aber sollten wir überhaupt nie erkennen, was sich bei uns abspielt, dann werden wir nie wissen, was es eigentlich bedeutet, Mensch zu sein auf der weltlichen Ebene. Diese vier Dinge im Geist spielen sich bei uns von morgens bis abends ab. Durch Achtsamkeit einmal feststellen. Im Allgemeinen wissen wir nichts anderes wie den Sinneskontakt, das erste, und die Reaktion, das letzte. Wir haben im Allgemeinen nicht genügend Achtsamkeit, um die beiden Zwischenstufen auch mitzuerkennen. Das angenehme oder unangenehme Gefühl, außer sie sind ganz extrem, wirklicher Schmerz oder ein ganz wunderbares Erleben. Und das Etikettieren merken wir überhaupt nicht. Wir merken nur den Kontakt und die Reaktion und halten die Reaktion für total gerechtfertigt. So muss es sein. Und kriegen wir dann nicht genügend von den angenehmen Sinneskontakten, dann glauben wir entweder, es sind andere Menschen daran schuld, und das ist das Allgemeinste, dass man das glaubt, in der Gegenwart oder in der Vergangenheit, oder dass man was falsch angepackt hat, oder dass die Umstände gegen einen sind, oder irgendwelche Glauben, Konstruktionen im Geist, Ideen, Erklärungen, die das Leben äußerst schwierig machen. Es ist erstaunlich, immer wieder, wie schwierig die Menschen sich das eigene Leben machen. Es könnte so einfach sein. Es kann ganz einfach sein. Es hat überhaupt nichts mit Körperbeschaffenheit zu tun. Es ist alles der Geist. Es ist total unnötig, sich da solche Häuser aus Papier zu bauen im Geist. Das sind alles Ideen, und alles Konzepte, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Die Wirklichkeit sind diese vier Schritte durch Achtsamkeit kennenlernen. Das ist natürlich etwas schwieriger, als nur zu wissen, dass man sich hinsetzt. Aber da wir gerade bei den einfachen Übungen sehr leicht die Lust und den Willen und die Konzentration verlieren, so ist es gar nicht schlecht, eine schwierigere Übung auch zu haben. Sinneskontakte sind ständig. Und wir haben die verfehlte Idee, dass unsere Sinne ein Vergnügungslokal sind und dass wir dort bereits unseren Eintritt bezahlt haben und daher berechtigt sind, nur Vergnügen zu bekommen durch unsere Sinne. Auch das sollte man mal untersuchen. Nicht akzeptieren oder ablehnen, sondern untersuchen. Das ist eine total falsche Konstruktion. Unsere Sinne
sind dazu da, um uns über unser Überleben zu erleichtern. Wenn man blind ist oder taub, ist es viel schwieriger zu überleben. Man kann, aber es ist viel schwieriger. Alle Sinne intakt hat der Buddha als einen großen Segen bezeichnet, weil es uns das Überleben erleichtert. Nur dazu sind sie da. Alles andere ist sozusagen extra, Dankbarkeit für die Annehmlichkeiten, aber es sind nicht, die Annehmlichkeiten sind nicht unser Geburtsrecht, wie sich das die meisten Menschen so vorstellen. Durch Achtsamkeit auf uns selbst, zum Beispiel beim Essen, wenn wir da so weit gekommen sind, dass wir das Essen in den Mund gesteckt haben und jetzt beim Kauen und Schmecken sind. Was sagt der Geist? Was erklärt er da? Um was geht es? Was konstruiert er schon wieder? Es ist hochinteressant, mal zuzuhören, was der da konstruiert. Und da wir ja auch nobles Schweigen einhalten, so ist das gar nicht so schwierig, mal zuzuhören, was er da schon wieder konstruiert. In Wirklichkeit handelt es sich um nichts anderes wie einen Sinneskontakt, auf den wir dann reagieren. Das heißt also, wir können schon gerade auch beim Essen einmal diese vier Schritte, die der Geist macht, Sinneskontakt, Gefühl, angenehm, die Bezeichnung, gut, gutes Essen, und die Reaktion, ach, ich nehme noch ein bisschen. Kennenlernen. Wissen. Wissen um solche Dinge gibt Stärke. Es gibt eine innere Stärke, sodass wir eines Tages uns nicht mehr wie Blätter im Wind vorkommen, die von unseren eigenen Emotionen und Emotionen anderer hin und her geweht werden. Viele Menschen haben das Gefühl, ganz berechtigterweise haben sie das Gefühl, und es ist kein gutes Gefühl. Je mehr wir über uns selber wissen, desto weniger haben wir das Gefühl. Das ist also eine Seite der zweiten Grundlage der Achtsamkeit, die Gefühle. Angenehm, unangenehm, neutral. Ich habe nichts über neutral gesagt. Das Einzige, was dazu zu sagen ist, dass wir es im Allgemeinen als angenehm empfinden, denn es ist wenigstens nicht unangenehm. Aber unsere Achtsamkeit fast nie so weit geht, dass wir überhaupt das neutrale Gefühl erkennen. So dass wir auch bei der Achtsamkeitübung auf die Gefühle uns auf angenehm und unangenehm beschränken können, weil das unsere wichtigsten Reaktionen sind. Und diese Reaktionen, die wir da haben, und dieser Ablauf dieser vier Schritte und die Reaktionen, die wir da haben, die einmal zu kennen und zu wissen, dass, wenn sie zum Beispiel negativ sind, sie total unnötig sind, und das auch zu bearbeiten, bringt wieder Riesenerleichterung. Denn wenn wir die Reaktion gar nicht erst in die Negativität kommen lassen, dann bleibt sie auf dem Boden der Wirklichkeit. Wenn wir negativ reagieren, dann ist es eine Beurteilung. Wenn wir begehrlich reagieren, ist es genauso eine Beurteilung. Die Achtsamkeit hört in dem Moment auf, wo wir weitergehen als das Etikett. Die Reaktion ist schon auf Beurteilung zurückzuführen. In Wirklichkeit ist es sehr schwer, nicht zu reagieren, wenn man schon ein Etikett gegeben hat. Das heißt also, wenn wir den Gleichmut einmal üben wollen und mal kennenlernen wollen, was es bedeutet, nicht zu reagieren, was das für eine Riesenerleichterung ist, dass wir bei dem Erkennen des Gefühls stehen bleiben müssen. Das verlangt viel stärkere Achtsamkeit, weil der Geist automatisch
ganz schnell zu dem Etikett und dann zu der Reaktion sich hinwendet. Aber allein schon das Erkennen dieser vier Schritte im täglichen Leben ist ein großer Einsichtsschritt und hilft enorm, Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Die zweite Ebene der zweiten Grundlage der Gefühle sind die Emotionen. Die werden auch manchmal in der vierten Ebene eingeteilt, in der vierten Grundlage eingeteilt, das ist Achtsamkeit. Manchmal werden sie in die dritte Grundlage eingeteilt. Aber ich halte es für verständlicher, wenn wir sie hier gleich in die zweite Grundlage, die Grundlage der vier Gefühle, einteilen. Denn unsere Emotionen sind ja Gefühle. Und da haben wir natürlich den Achtsamkeitsprozess, der es uns ermöglicht, das Unheilsame mit dem Heilsamen zu ersetzen. Und da geht die Achtsamkeit in Wissensklarheit über. Sati ist die Achtsamkeit auf Pali und Sampajnana ist die Wissensklarheit. Diese beiden sind sozusagen Kumpanen. Der Buddha hat die beiden immer zusammen, oder nicht immer, aber fast immer zusammen erwähnt. Sati, Sampajnana, die beiden. Sati ist das, was ich bereits erklärt habe, die Achtsamkeit. Ohne Urteil, ohne Konstruktion, ohne Ideen, einfach erkennen. Je mehr wir das tun, desto erleichterter fühlen wir uns, desto weniger müssen wir reagieren. Aber da wir natürlich an diesem Punkt in unserem Leben auch Negativitäten und Hindernisse erleben, die fünf Hindernisse, die negativen Reaktionen, die einschließen, haben wollen und loswerden wollen, Hass und Gier. So ist die Wissensklarheit eine ganz wichtige Möglichkeit der Läuterung. Die Achtsamkeit zeigt uns, was geschieht. Nehmen wir einmal an, was geschieht, ist, nachdem wir einen Sinneskontakt hatten, wir ein sehr unangenehmes Gefühl bekommen haben und jemand hat was gesagt, was uns überhaupt nicht gepasst hat. Wir sind gar nicht dabei zu untersuchen, wieso es uns nicht passt, es passt uns einfach nicht. Haben irgendwo im Hintergrund unsere Ideen, die Unterstützung, dass das muss schon stimmen, dass es mir nicht passt, denn sonst würde es mir ja nicht passen. Vereinfacht und hilft einem dann weiterzumachen. Es hat man also was gehört und das passt einem nicht und man hat dann also ein unangenehmes Gefühl dafür bekommen und man hat dann ein Etikett draufgeklebt und hat gesagt, Unsinn oder Dummheiten oder brauche ich nicht oder was immer. Und dann kommt die Reaktion, es gefällt mir überhaupt nicht, ich kann diesen Menschen nicht leiden. Das passiert natürlich im täglichen Leben mehr als einmal. Du kannst, brauchst nicht gleich sein, ich kann diesen Menschen nicht leiden, was natürlich auch passiert. Es kann aber auch sein, mit solchen Menschen muss man sich ja nicht abgeben oder andere negative Reaktionen, die wir durch unsere Achtsamkeitsübung erkennen, von denen wir aber bereits wissen, dass wir sie nicht zu behalten brauchen. Das Wissen darüber ist natürlich der erste Schritt. Dann kommt noch ein zweiter Schritt, dass man sie gar nicht behalten will. Wenn man sie nicht behalten will, dann muss man was unternehmen. Seltsamerweise gibt es immer wieder Menschen, natürlich in der Minderzahl, aber dennoch genügend, die diese Negativitäten behalten wollen. Es ist beinahe nicht zu verstehen, aber es passiert immer wieder. Hat man also diesen zweiten Schritt nicht, dass man die Negativität ablegen möchte, na, dann kann man nicht weitermachen, dann ist man da fertig damit. Man merkt sie, rechtfertigt sie und das wär's dann. Hat man aber den Wunsch, die Negativität doch abzulegen, dann genügt es nicht einfach, diesen Wunsch zu haben, um sowas unternehmen.
Und dieses Unternehmen nennt der Buddha das Ersetzen mit dem Gegenteil. Aber das ist auch nicht immer gleich möglich. Da kommt die Wissensklarheit dazu. Und die Wissensklarheit hat 4 Schritte. Und der erste Schritt ist, zu untersuchen, was für einen Zweck verfolge ich eigentlich? Mit dem Gedanken oder dem Wort oder der Tat? Im Prinzip wahrscheinlich der Gedanke. Was für einen Zweck verfolge ich damit? Will ich den anderen damit schaden? Der wird den Gedanken vielleicht gar nicht merken. Will ich es sagen? Will ich den anderen verärgern? Was will ich eigentlich? Was ist mein Zweck? Wenn ich jetzt feststelle, dass der Zweck ganz unsinnig ist, überhaupt keinen Sinn macht, dann kann ich da bereits aufhören und versuchen zu ersetzen. Wenn mir aber der Zweck als etwas Gutes vorkommt, und das kann ja auch sein, nicht nur, dass man das Negative rechtfertigt, sondern vielleicht ist es wirklich so, dass die Ablehnung etwas ist, von etwas ist, das wirklich abzulehnen wäre. Das kann ja auch sein. Das ist der zweite Schritt, zu untersuchen, ob das, was ich vorhabe, wirklich das beste Mittel ist, um den Zweck, den ich im Sinn habe, zu erfüllen. Das heißt natürlich, dass man nicht impulsiv redet oder handelt, sondern sich die Sache erstmal überlegt. Genau überlegt. Was ist mein Zweck? Und wenn ich den Zweck für richtig ansehe, was natürlich auch bei einer Ablehnung möglich ist, dann habe ich das beste Mittel im Sinn. Wenn ich jetzt glaube, ich habe das beste Mittel schon im Sinn, um irgendetwas zu sagen oder zu tun, was immer es sei, was ich mir vorgenommen habe, dann ist das Dritte, ob das, was der Zweck ist und was die Mittel sind, auch mit dem Dhamma der Lehre vereinbaren sind. Und da habe ich eine Vereinfachung für diesen Schritt. Würde der Buddha es auch so machen? Und da kann man sich das mal ganz genau vorstellen. Man stellt sich vor, ein Mensch, der total geläutert ist, der erleuchtet ist, bei dem es überhaupt keine Illusion des Ichs oder des Habenwollens oder Loswerdenwollens gibt. Natürlich kann man sich das nur begrenzt vorstellen. Und sollte es einem nicht gelingen, sich den Buddha vorzustellen, vielleicht kann man sich eine andere der großen Meister der Religionen vorstellen, würde der so machen. Also das ist eine persönliche Art und Weise, sich damit zu beschäftigen. Traditionell heißt es, ist die Zweck, die Motivation und die Mittel, sind sie vereinbar mit dem Dhamma, mit der Lehre. Und wenn auf das auch die Antwort ja ist, dann sagen oder tun. Und dann am Ende noch einmal feststellen, ob der Zweck erfüllt worden ist und wenn nicht, warum nicht. Und das ist am deutlichsten sehr häufig, wenn man jemand anderen Bescheid sagen will. Und man glaubt, man muss. Man muss seine Meinung kundgeben. Und man hat auch die Mittel, wo man ja reden kann. Und der andere macht es ganz falsch. Das heißt also, das muss doch im Dhamma sein, dem zu sagen, wie es richtig ist. Und was ist das Endresultat? Man hat entweder sich einen Feind gemacht oder der andere hat dann angefangen, selbst zu beschimpfen oder er hat überhaupt nicht zugehört. Und da muss man sich mal überlegen, wieso. Wieso ist das so schiefgelaufen? Ich habe doch das alles genau untersucht. Sehr interessant. Es ist äußerst hilfreich, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, und ich weiß nicht recht, wie lange ein paar Mal dauert, es dauert eine Weile, ein paar Mal, dann macht man das automatisch. Ganz automatisch. Weil man immer wieder dieselben Schwierigkeiten erlebt hat und denen natürlich aus dem Weg geht. Das ist klar. Und wirklich die Dinge so untersucht, dass es stimmt. Für jeden stimmt.
und nicht für einen selbst, nur mit den persönlichen Meinungen. Das ist aber eine Folgeerscheinung der Achtsamkeit. Erst muss ich mal wissen, was in mir eigentlich vorgeht. Und dann, wenn es das Unheilsame ist, dann kommt die Wissensklarheit, die sich damit beschäftigt. Das dauert nicht so lange, wie ich gebraucht habe, das zu erklären. Es geht viel schneller, weil unser Geist, wie ja wohl alle hier gemerkt haben, blitzesschnell von einem Punkt zum anderen springt. Es ist noch schneller wie ein Blitz. Sodass diese ganze Untersuchung in der Wissensklarheit auch viel schneller ist als das, was ich sagen kann und erläutern kann. Aber dennoch ist es eine Verlangsamung unserer impulsiven und instinktiven Reden und Handlungen. Und das, was impulsiv und instinktiv aus uns herauskommt, bringt sehr häufig unsere ganzen Hindernisse mit sich. Das bedeutet nicht, dass man nicht mehr spontan ist. Es ist ein ganz anderes Wort und eine ganz andere Art zu sein. Impulsiv und instinktiv zu sprechen und zu handeln hat eine große Chance, unangenehme Resultate zu bringen. So dass wir dadurch, durch diese Überlegung, es etwas einfacher haben. Wir haben also den Körper, der andauernd irgendetwas macht. Ein Achtsamkeitsobjekt, das wirklich exzellent ist. Da ist immer zu irgendwas. Bringt uns ins Jetzt, bringt Läuterung, bringt Einsicht. Wenn wir intellektuell zustimmen, weil wir genügend Bücher gelesen haben, oder aber, weil es uns logisch erscheint, dass alles vergänglich ist, so genügt das überhaupt nicht. Wir müssen es an uns selbst erleben. Und wir nennen das in die Mango reinbeißen. Wenn wir noch nie eine Mango gegessen haben und wollen uns erkundigen, wie so etwas schmeckt, weil wir gehört haben, dass es sehr gut ist, und jemand fragen, der sie schon gegessen hat, wie schmeckt eigentlich eine Mango, dann wird er uns wahrscheinlich sagen, sie schmeckt sehr gut, sie ist ganz süß, sie ist auch weich, sie ist auch saftig. Und was ist der Unterschied von einem Pfirsich? Keine Ahnung, bis wir reingebissen haben. Wir müssen es selber erleben. Nur unser eigenes Erleben ändert uns. Und das ändert uns dann aber so gewaltig, dass wir wirklich dieses Erleben als erkannt bezeichnen können. Und dazu sind ja die Meditationskurse gedacht, dass wir unser eigenes Erleben mit einem beruhigteren Geist auch haben können, sodass dann das Erkennen kommen kann. Die Lehre des Buddhas ist in drei Teile geteilt: Sila, Samadhi und Panya. Sila ist der Läuterungsprozess, Tugend. Samadhi ist die Geistessammlung, die Konzentration, die Meditation. Und Panya heißt Weisheit. Das ist ein anderes Wort für Einsicht, Weisheit. Weisheit und Wissen sind nicht das Gleiche. Wenn sie das Gleiche wären, hätten wir wahrscheinlich unendlich viele erleuchtete Universitätsprofessoren. Das haben wir aber nicht. Aber an Wissen ist auch nichts auszusetzen. Nur dann ist daran etwas auszusetzen, wenn wir glauben, dass das schon das Ende wäre. Dass je mehr wir wissen, desto mehr sind wir. Das ist ein Fehlurteil. Wissen muss in Weisheit umschlagen. Dazu hat der Buddha allerdings gesagt, es ist besser, eine Strophe wirklich von seinen Lehren zu praktizieren,
als 100 von ihnen zu wissen. Und das ist der Sinn und Zweck des Meditationskurses. Achtsamkeit, aufpassen, sich selbst kennenlernen, mit einem beruhigten Geist. Da heute ein Feiertag ist, so sind wir gebeten worden, um 12 zum Essen zu erscheinen. Mit Achtsamkeit. Das habe ich dazu getan.